Ja, ist halt eine wichtige Sache. Das Problem ist, wenn du sendest, dann musst du auf der Seite deine Titel eintragen. Wenn das nicht funktioniert, ja, was dann? Du musst ja natürlich auch dem Jungen auch ein bisschen Zeit geben, ne? Weil man kann, also ich glaube, da weißt du selber, dass wenn du so eine Internetseite nicht mehr eben kurz aus dem... Die jetzige, die war ja so gesehen vom System selber her schon fertig. Die wurde einfach nur umgebaut. Richtig, und das war fehlerhaft. Also man hätte eine neue nebenher machen sollen. Die erstmal austesten, ob sie dann wirklich funktioniert und dann erst umschalten. Ich meine, ja, ich mache das bei meiner Seite auch nicht anders. Ich habe momentan mehrere Versionen am Laufen. Davon sind, ist glaube ich eine nur komplett aktuell. Die zweite ist jetzt nur ganz leicht veraltet und die letzte ist die neueste, die ich ausprobiere. Da ist jetzt noch gar nichts dran bearbeitet. Da müssen noch Plugins rein und sowas. Ich werde also nochmal wechseln. Weil ich bin jetzt auf WordPress und WordPress ist einfach nur Mist. So, gib mal pennen, bitte. Auf den Weg. So, ich habe mich dafür bei einem anderen Webradio jetzt beworben und habe da ein paar Tage gewartet auf Antwort. Kam nichts. Da war nur irgend so eine Facebook-Anfrage und ja, gehe ich halt von nichts Bösem aus. Ne? Jetzt hat er mich ausgeschlossen. Es werde Tag. Klick. Na, also funktioniert. No. Ich habe noch meine Zunge ausgestreckt der untergehenden Sonne. Da musste schnell wieder hochkommen. Ja, und beim anderen Radio und dann dauert mir das einfach zu lange. Das gibt's nicht. Das andere wäre nämlich jetzt rockyou.fm. Ja gut, da muss ja auch den Leuten auch ein bisschen Zeit Schleichwerbung. Geben. Was heißt Schleichwerbung? Ich habe da mal reingehört. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Ich dachte, da wird jetzt so richtig exzessiv mal wieder Rock und ein bisschen Metal gespielt. Da gibt's auch J-Pop, also Japan-Pops und Rock-Sachen. Oh, toll. Das macht dann auch ein Bekannter von mir, der wohnt ja auch in der Gegend. Und der hat auch gesagt, bewirb dich mal bei dem Radio, wird mich gerne dabei haben. The Voice endlich mal on air. Wieder mal. Aber, naja. Ich warte mal ab. Ich habe die nächste Zeit sowieso wieder mal nicht so viel Zeit, wie ich eigentlich gerne hätte. So, aber ich habe jetzt Zeit, hier diesen Kohleflöz aufzulösen in meiner Fortune 3. Erik, du hast ja auch bei Exos noch zuletzt gesendet. Und jetzt ich habe vor, jetzt weiter zu senden, aber 1. August wieder. Ist halt nur die Frage, wie lange dann noch. Aber ich bin ja schon auf Suchen. Ja. Weil ich habe mir da letztens auch nochmal dieses Meeting durchgehört. Musste ich ja, ging also nichts dran vorbei. Ich meine, ist ja was Feines, dass man jeden Sonntag ein Meeting macht. Und ausgerechnet die Zeit, wo ich eigentlich nie kann. Aber das liegt ja nicht an mir. Ich bin ja eh nur Gast-DJ. Naja, ich weiß nicht. Ist für mich ein bisschen zu viel Pflicht. Ja gut, aber man muss ja immer bedenken, das ist ja immer noch ein Radio, wo andere Leute zuhören, ne? Ja, das ist es. Da steht ja ein bisschen mehr hinter als so, ja, das ist jetzt ein Hobbyprojekt oder so. Ein Hobby ist das eigentlich immer. Ja, natürlich sollte man das ein bisschen als Hobby betrachten, aber das ist ja auch was Online-mäßiges, ne? Und da heuern mehrere Leute bei zu und du willst ja auch deine User auch irgendwie eher zufriedenstellen, ne? Ja, wenn dann irgendwie so, wenn immer so ein Scheiß gesendet wird, ne, sowas wird ja dann auch im Meeting besprochen. Und auch alle Änderungen und sowas. So, jetzt brauche ich wieder eine Spitzhacke. War ja klar. Die will ich nicht aufbrauchen. Aber ich meine, nicht jeden interessiert ein Webradio. Nicht wirklich. Nein, um Gottes Willen. Ich selber höre da auch nur so nebenbei mal rein, wenn ich mal Bock drauf habe. Ne? Das ist ja bei den anderen ja nicht anders. Nee, echt nicht. So, tue ich da mal die Kohle ablegen, auch draußen, ne? Kohle? Einfach nee, mal. Kohle rein. Drinnen ist kein Platz für Kohle, meine. Doch, ich nehme mir irgendeine Kiste da. Auf der rechten Seite. Naja. Boah, hier passt es noch. So, einfach mal reinknallen. Kann ja dann irgendeiner aufräumen, der Bock dazu hat. So. Steinchen aus dem Weg.
übrigens, die Buddelbude hat ja jetzt geschlossen. Ich weiß nicht, hatte ich das letztes Mal schon gesagt? Ich glaube nicht, oder? Nee, warum denn? Oder doch? Ja, das sind verschiedene Gründe. Ich meine, ich kenne so die wichtigsten Gründe, schätze ich mal. Weil da war einfach, gab es einfach Diskrepanzen. Also, wenn viele Leute drauf sind, kann es schon mal zu Streitigkeiten kommen. Ja gut, das ist ja klar. Ja, aber ich denke mal, wenn du viele Kiddies drauf hast, dann macht es auch keinen richtigen Spaß mehr, wenn die dauernd reinkommen in Chat und fragen ja, kannst mir helfen? Wie mache ich einen Spitzhacke? Also, das muss man schon vorher wissen, oder? Ah! Bist du schon wieder gefallen? Nein! Skelett! Ein Skelett. Ja, ich komme, ich helfe dich mal. Warte, den schnapp ich mir. So, ist dead. Ja, der beste Server doch immer noch der, wo man nur einmal einen anschwärzen muss. Dann wurden alle mit Diamantschwertern in eine Arena geschickt und mussten verkloppen. Okay. Ja. Aber übrigens, die gute Nachricht ist, Buddelbude ist ja wieder offen. Aber Whitelist. Cool. Bist du drauf? Ja, ich bin von Anfang an drauf gewesen. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, bis ich dann angefangen habe. Ich habe gestern angefangen und habe dann direkt angefangen durchzuziehen. Ich werde dort also ein kleines Märchenschlösslein bauen, so ein Miniburg. Die muss dann schön werden. Ich habe mir nochmal ein paar Inspirationen auf YouTube geholt. Von ein paar, wie heißt das nochmal, dieses Time-Elapse-Leuten, genau. Mhm. War ein paar gute Ideen dabei, ich werde da ein paar zusammenschrauben. Weil was soll man sonst noch machen? Moment, habe ich jetzt keinen... Habe ich mir jetzt echt keine Spitzhacke gemacht? Bin ich doof. Ey, das muss bestraft werden. Mann. So, zwei Spitzhacken. Tada, jetzt haben wir es aber. Wahrscheinlich haben wir nachher zu viele Rohstoffe. Das kann, glaube ich, gar nicht passieren mit zu vielen Rohstoffen. Nee. Also Stein kann ich sowieso noch sehr gut verbauen für Stadtmauern. Weil ihr kennt ja meine Stadtmauer inzwischen. Der John weiß ich, glaube ich, noch nicht. Nee. Das ist so ein, ja, sieht aus wie so eine Burgmauer. Kannst auch ein Tor reinbasteln und so. Finde ich super genial. Ja, ich hoffe jetzt nicht mit Cobblestone, oder? Nee, Stone Bricks. Ah, okay. Das sind wirklich Stone Bricks. Das ist genehmigt. Und das sieht auch richtig schön aus, finde ich. Ich habe das auf dem aktuellen Redless-Server halt jetzt auch wieder gemacht. Mit meinem Zweitcount angefangen. So, da Höschen. Keine... Ja, Entschuldigung, jetzt hast du es gesagt. Hat keiner gehört. Was? Was denn? Weiß ich nicht. Nicht jugendfrei. So. Ich habe ja auch einen Zweitaccount. Aha. Ja. Ihr kennt selbst der Twin-Man nicht. Pinguin. Na genau. Johnny Love. Nee, Knox. Johnny Knoxville. Stell dir vor, Johnny Knoxville spielt Minecraft. Sieht wohl anders aus. Wenn Chuck Norris das spielen würde, das wird anders aussehen. Ja, der bräuchte keine Spitzhacke mit den blanken Händen. Er steuert die Creeper mit seinen Gedanken. Das Loch hier bräuchte er auch nur einen kleinen Ding mit seinem Zeigefinger oder so. Seinen Zauberstab. Das ist nicht das, was ihr denkt. Mit seinem Pürierstab, meint er. Ja. Aber Balu, man kann ja zur Not noch den Namen ja nochmal rauspiepen. Also ist ja nicht... Ach. Ja, also müssen die Leute ja schon mal hören. Was ist da, mit da siehst du dann... neue Schlüpferkollektion? Oh, weiß nicht. Ist noch nicht draußen. Ich freue mich schon. Was? Ich hab jetzt gerade mitgekriegt. Ich hab gerade sortiert, deswegen war gerade weg. Ich hab gerade über Dorten Höschens neue Schlüpferkollektion geredet. Ach so. Dass wir uns alle so super drauf freuen. Balloon aber klein, ne, Release oder? 2017, ne? Ja. Ja, eigentlich müsste man so ein Five-Servers-Radiosender.